wir haben uns 2009 eigentlich zum ersten Mal mit dem Themenfeld Abschaltmanagement beschäftigt. Ein Thema, das herauskam, wie wir uns Abschaltberichte angesehen haben am Wochenende, haben gesehen, wir produzieren nichts, haben trotzdem noch 30% Energieanteile. Und deswegen war die Herausforderung geworden, wir müssen diesen Anteil reduzieren. Wir haben deswegen Abschaltworkshops mit den einzelnen Mitarbeitergruppen durchgeführt, wo die Mitarbeiter Abschaltkarten erstellt haben, wo wir heute für jede Anlage speziell definiert haben, wann ist eine Anlage abzuschalten, welche Komponenten an einer Anlage können abgeschaltet werden und wie können wir somit insgesamt innerhalb des Standortes einen wesentlichen Energiekostenreduzierung erreichen. Bei dem Abschaltmanagement sind natürlich zwei Ebenen wesentlich, die wir benötigen. Das ist zum einen die Mitarbeiter, die aktiv durch die Abschaltkarten jede einzelne Maschine in unserer Produktion abschalten. Das sind insgesamt immerhin 3500 Anlagen, die wir dort abschalten müssen. Zum anderen sind aber auch die zentralen Anlagen, also wie Druckluftaufbereitung, Wärmeerzeugung, Kälteerzeugung, Belüftung, Beleuchtung. Auch das sind wesentliche Verbraucher, die einen Energieanteil hier in Homburg ausmachen von 25%. Also auch die müssen wir abschalten. Und auch die haben wir nachhaltig vernetzt mit den Maschinen zusammen auf unserer Energy-Plattform. Und das bringt uns nochmal zusätzliche Potenziale von 7-8%. Wir sind damals gestartet mit einer Abschaltquote von nur 70%, wo man gesagt hat, die Anlagen können wir auf jeden Fall abschalten, die anderen 30% wissen wir eigentlich so gar nicht. Und so haben wir uns nach und nach nach oben gearbeitet und können heute 96% aller Anlagen auch abschalten nachhaltig. Mit diesem Projekt erreichen wir heute eine Energiekostenreduzierung von 1,2 Millionen Euro. Das entspricht, wenn man es umrechnet, knapp 7.800 Megawattstunden, also 2.600 Tonnen CO2, die wir hier jährlich einsparen können. Das ist so viel, wie 2.600 Einfamilienhäuser brauchen würden. Also ein ganz großer Beitrag, den unsere Mitarbeiter hier durch ihr aktives Abschaltmanagement leisten können.